Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren netten Video aus der Let's Systems Geschichte. Ja, wir sind bei Arcades. Ich habe ja gesagt, die Challenge ist verloren. Ich habe total geloost. An meiner Seite ist der Sieger, zu dem komme ich gleich noch. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich habe es ja versprochen, ein paar nette kleine Gimmicks machen wir noch und Pengo musst ihr doch einfach kennen. Ach, das hat sogar ein Intro. An meiner Seite, wie schon gesagt, ist der große Starkiller. Ja, hallo zusammen. Der Sieger der Challenge, der mich persönlich foltert und misshandelt. Ihr könnt mich jetzt noch freikaufen. Das Höchstgebot bitte dann in die Kommentare rein. Ja, ich nehme nicht im Cent-Bereich. Wir fangen bei 100 an, ne? Das ist klar. Ich finde übrigens auch geil. Das noch ein schöner kleiner Satz, da werde ich auch mal gefragt. Ja, ich bin ein unglaublicher Fan davon. Wird irgendwie rumgerannt in Battle-Videos und sonstiges und ich komme nicht klar und mein Leben, bla 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 bla. Bin ich ganz großer Fan von. So. Gut, aber was soll ich sagen? Also bei so ziemlich zum Schluss der Challenge, als natürlich alles schon entschieden war, da hast du ja nochmal kräftig aufgeholt. Ja, ich hätte sie irgendwann auch gewonnen, wenn nicht dann das Alphabet zu Ende gewesen wäre. Wenn wir das mit den Ziffern angefangen hätten, ja vielleicht. Also, wären wir in einer anderen Sprache, hätten wir noch eine Chance gehabt, aber so. Also, aber das Problem ist, wenn wir das jetzt auf Japanisch machen würden, dann müssen wir ungefähr 3000 Spiele durchziehen. Ihr Zeit. Meine Zuschauer auch. Das ist Pengo. Das habe ich tatsächlich auf dem Automaten gezockt. Ja, und das ist auch tatsächlich die Musik von Popcorn. Tatsächlich. Ich glaube, 70er Jahre, glaube ich, ne? So, wenn ich das noch. Genau, richtig. So eins von den ersten Sinti-Sachen damals. Ja, das war übrigens schlecht. Ihr könnt. Du führst dich auf in der Challenge gerade. Ja, gut, aber jetzt kannst du mich ja besser kommentieren. Klar, konnte man gewinnen, wenn man die wenn man die umbringt, dann respawnen die, ne? Ich glaube, man konnte nur gewinnen, wenn man diese Kristalle zusammenschiebt. Also ich weiß, man konnte verlieren, wenn man sich von denen hat immer erwischen lassen. Ja, das gab's auch schon bei Pac-Man übrigens. Stimmt, aber Pac-Man, da war doch mal was anderes. Ich glaube, da musstest du fressen. Geh weg! Geh weg! Irgendwie hast du es mit den Grünen heute. Ja. Das ist fast eine politische Aussage. So, komm. Ja, genau, die respawnen. Aber jetzt mal ernsthaft, wie gewinnt man denn hier wieder? Ich glaube, man muss wirklich die Kristalle zusammenfügen. Und das kann ich unglaublich gut. Also ich sehe schon, da wird ein zweites Spiel nötig sein, weil ich konnte es mal. Mein Paradesatz. Du bist, glaube ich, nur irritiert, dass ich hier gerade mit co-kommentieren darf. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. So viel Talent. So, genau, jetzt leuchten die nämlich. Und wenn ich den dritten... Moment, den kaputt machen. So, das sollte doch passen. Jawohl. Kommt da noch irgendwas? Irgendwann konnte man die auch irgendwie noch kaputt machen. Also das war eine Möglichkeit zu... Genau. Genau, dann kann man die nämlich einsammeln. Okay. Achso. Das sollte man schnell machen. Aha, macht Sinn. Weil sonst ist man nämlich tot. Was grundsätzlich... Ach so, jetzt kann ich sie eliminieren. Seitdem er flüchtet. Ja, großartig. Ihr seht, das Ganze geht dann noch auf Zeit, damit es dann natürlich noch richtig lustig ist, weil, mein Gott, Arcades halt, ne? Natürlich. Das nächste Opfer wartet ja schon. Boah! Wie viel sind das denn jetzt? So, das war doof, weil da steht natürlich nichts. Wie machen wir das denn sinnvoll? Du gehst erstmal tot. So, dich packen wir nach oben. Dann hätten wir die anderen da auch nach oben hätten packen können. Mhm. Wir machen nochmal ein Spiel. Es ist alles nur ein Spiel. Jetzt weißt du, wie das geht, also. Gib dir Mühe. Boah, das sind 20.000 Viecher, ey. So. Au. Oh, ja, großartig. So, geh weg. Gut. Ach nee, stimmt. Man konnte die, glaube ich, auch. Genau, da oben gibt es auch noch eine Anzeige. Ich glaube, wenn man x Viecher davon besiegt, konnte man tatsächlich, glaube ich, auch das Ding hier beenden. So, der ist tatsächlich der letzte. Hahaha. Du kannst laufen. Aber nicht entkommen.
Hast verloren. Und so weiter. So, das ging auch. Zack, weg. Okay, das ist wahrscheinlich die einfachere Nummer. Vermute ich. Oder habe ich das Gefühl? Sie sind schnell geworden. Ja, und blind. Sie sind einfach an dir vorbeigerastet, bei dem der eine. Na komm, willst du nicht hoch? Na gut. War aber nix. Natürlich. Ja gut, sie sind jetzt nicht blind genug, habe ich so das Gefühl. Da fällt mir was ein, wenn ich die schon da habe, kann ich die gleich noch für irgendwas anderes missbrauchen. Dann sind wir ja schnell mal eben kurz fertig mit dem Ding. Es gibt nämlich dann noch eins, das habe ich ja mal angekündigt, was ich auch nochmal zeigen will. Und zeigen wollt, geht's du hier weg. Das habe ich zwar nicht auf den Automaten gezockt, das andere Game, was ich euch gleich zeige. Aber man muss es kennen. Oh, jetzt immer schneller die Musik. Cool! So, komm, liebe Freunde, hier, tanzen! Hier. Schalalala, ole, ole, ole. Boah, der gibt richtig Gas. Ach, dann geht er. Nee, ist klar. Ich hab 10 Punkte. Na, immerhin. Und eine Animation. Cool. Ich salutiere. Das Pinguinorchester aus dem Südpol hat sich mal kurz vorgestellt. Ja, es gibt ja viele. Also Japaner haben ja da echt ein Faible für unglaublich viele Pinguin-Games. Gibt auch ja, noch so. Für den... Aber gut, hast du ja schon gezeigt. So. Ah, großartig. So, weg mit dir. Da! Fast. So, komm, dich krieg ich. Nein! Weg! Hilfe! Das hat eher was, so wie ich das spiele, wie als wäre es ein Shooter und kein Puzzle-Game. Ich gebe dir mal einen Tipp, ein 3D-Shooter ist es nicht. Aber es ist ja fast 3D, ne? Das ist so 3D von oben, genau. Ah, weg mit dir! Uah. Großartig. Großartig. Aber jetzt will ich mal gucken, muss man die alle in einer Reihe machen oder können die auch einfach, wenn die zusammen sind? Das ist ja dann hinzukriegen. Muss ich mal eben kurz das putt machen? Ich denke mal, das ist wichtig, dass sie sich berühren, oder? So, reicht das? Nein, natürlich nicht. Ah, toll. Natürlich nicht. Heißt dann irgendwann ist das Spiel vielleicht nicht ganz lösbar, zumindest nicht... ich glaube, dann ist man direkt tot. Das war's, ne? Ach, ich hab noch ein Leben. Nee, darf's nochmal. Ich hab noch ein Leben. So, das heißt, wir müssen jetzt mal eben kurz gucken. Einmal das. Weise. Wie mache ich das denn jetzt? Sinnvoll. Das geht dahin und das in einen Stein weg. Geh weg. So, weg. Weg. Weg, weg, weg. Lauf, lauf. Lauf, fang den, fang den. So. Ah. Gut, das war okay. So, ist mir egal. Passt. Hui. Jawohl. Hui, 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 Tiffy. Gut, das war schon mal richtig. So, jetzt kann ich die einsammeln. So, da kommt auch nichts mehr. Gut. Krieg ich wieder hier... Ja, kein Bonus. Das ist nicht gut. Das ist langsam diesmal. Das ist wenig. Das macht mich... Moment, das geht doch eigentlich schnell. Ja. Haha! Hier! Das war doch mal gekonnt, meine Damen und Herren. Ich kann jetzt nichts gegen sagen, das war jetzt richtig hervorragend. So, kann ich die eigentlich auch so kaputt machen? Uah! Weg! Weg! Uah! 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 Weg, 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 weg. Kesselt den einen meine Kalories. So. Yes. Ha. Yes.
So, komm, dich kriege ich auch noch. Dich mach ich auch noch platt. Schön. Jetzt habe ich's drauf. Jetzt bist du in Fahrt gekommen, oder? Jetzt mach ich dich platt. Ja, meine Damen und Herren, geben Sie mir nicht 10.000 Blöcke, denn ich mache nur Mist damit. Es war genau übrigens eine Minute. Und wieder salutieren wir. Mhm. Und bewegen unsere Hintern. Was auch immer das soll. So, mal gucken, wo sind jetzt die Steine wieder? War es nicht ganz so simpel, würde ich sagen. Nee, diesmal nicht. Ja. Das ist okay. Den kann ich dahin packen, wenn ich den gleich entsorge. Natürlich kann er mich auch einfach töten. Gut, das war Pengo. Oh, geile Highscore-Musik. Ist das schön? Herrlich. Das muss unendlich laufen. Ich glaube, sowas ist in Guantanamo. Klingelton nehmen für dich. Das ist selbst als in Guantanamo verboten, glaube ich. Oh, ich kenne ja den einen oder anderen, der ist so ein Musikfetisch-Fan von meinen Zuschauern. Der wird, glaube ich, gerade richtig steil gehen bei diesem Gedudel. Gut, ich mache jetzt hier ein kleines Mini-Break und dann sehen wir uns bei einem zweiten Titel wieder. Seid mal gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und jetzt herzlich willkommen zum 111 Abonnenten-Special bei Telespiel TV Channel. Wir spielen ein Trinkspiel. Und Prost. Da ich in Bayern wohne, geht es natürlich um Bier. Bier. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es ist kein Bier. Es liegt daran, dass alles in Bayern ist. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Wir zeigen die letzten Arcade-Sachen, die wir einfach vergessen haben, Special. Und gleichzeitig, der Starkiller hat 111 und da dachten wir, was machen wir passend zu 111? Natürlich ein Trinkspiel. So, das ist Tappa. Tappa gibt's in zwei Versionen. Wir fangen natürlich extra, weil wir wissen, es ist noch früh am Abend, mit der jugendfreundlichen Edition an. Hier geht es um Malzbier. Auch in Anlehnung, du hast es ja gesagt, von Monkey Island. Genau. Wir fangen an mit der Malzbier-Edition. Ja, meine Damen und Herren, es muss nicht immer Alkohol sein. Alkohol ist nicht immer die Lösung. Wobei auch die Ärzte, die ja Fans von Fortuna Düsseldorf sind, um nochmal kurz in die Wunde zu hauen, auch sagen, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich möchte jetzt nichts sagen, ich glaube, du meinst die Toten Hosen. Was habe ich denn gesagt, die Ärzte? Ja. Okay. Die kommen natürlich aus Berlin. Genau. Ja. Okay. Die sind, glaube ich, Fans von Union, Hertha, was auch immer. Vielleicht kann Bela B. mir das schreiben. Bitte in die Kommentare, genau. Ich weiß, der Bela, der guckt mich. Das ist übrigens ganz, wenn hier Gläser runterfallen, das ist ganz teuer, dann reagieren Amerikaner ganz sauer und man hat ganz schnell den Job verloren. Mhm. Ihr wisst, das ist auch ein ganz klarer Hinweis auf die Zeit, wo hier Leute 3 und 4 Jobs haben. Das ist sehr kritisch. Ich muss auch unbedingt mal das Spiel Wall Street Kid zeigen. Da geht es ja tatsächlich um die harte Immobilienwelt. So, wie mache ich das denn jetzt sinnvoll? Ja, jetzt wird es natürlich spannend. Das ist nur Level 2. Na, und die Leute schlucken ja bis zum geht nicht mehr. Ja, das... So, jetzt musst du halt mit deinem dritten Job diesen Job wieder finanzieren, weil du ein Glas hier zerbrochen hast. Das war gut. Komm, die wollen noch mehr. Ja, so. Wenn ihr das Kleingeld, also das, den Tipp, was war das denn jetzt? Ach genau, jetzt können wir wieder, ihr kennt vielleicht noch von RTL Pronto Salvatore. Prinzip ist das gleiche, nur mit mehr Dosen. So, wo ist lecker Dose? Das ist ja jetzt, Achtung, solchen Wortwitz machen, ihr kennt das hier von Red Bull, da ist ja auch gerne mal in der Dose was drin, was nicht drin sein soll. Das ist die Anspielung hier drauf. So, ich nehme eine Miste. Das war die falsche. Ups. Das wäre die richtige gewesen. So. Jetzt sind wir hier auf Campingplatz. Was auch immer. Ich möchte euch doch auf jeden Fall mal zeigen, was passiert, wenn man da was einsammelt. Das machen wir jetzt einfach mal. Quote.
Oh, das war ein Glas zu viel. Das kennt ihr sicherlich auch, wenn irgendwie Leute nach Hause kommen. Das war gerne mal ein Glas zu viel, aber mein Gott. So, jetzt seid ihr bereit. Am Arbeitstag ist es, glaube ich, dann auch erlaubt. Ja, für die Leute, die Arbeitstage manchmal kennen. Manchmal auch während der Arbeit. Ich meine, auf YouTube sind ja Arbeitstage jetzt anders. Wir sind ja volle YouTuber. Versteht ihr? Voll wegen Bier und so. Bist du bereit jetzt für die harte, die X-Rated Edition? Ich warte nur drauf. Jetzt wird es ja erst interessant. Genau, jetzt geht's zur Sache. Bis gleich. So, wir sind bei, ja, eigentlich Teil 3, aber das ist Teil 2 des, ja, Specials. Und jetzt geht's hier richtig mit Bier los. Kein Scheiß. Gut, jetzt könnte man sagen, Budweiser ist nicht unbedingt ein Bier, aber das ist ja egal. Ihr seht, andere Sprite, er sieht nicht aus wie Gianluca, der Eisverkäufer. Und er macht Gläser kaputt. Also, viele Leute hätten jetzt schon ihren Job verloren. So, zack, zack. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. In der heutigen Situation kann man sich sowas nicht mehr leisten. So. Achtung, Glas unten. Ah, knapp. Knapp, aber ganz knapp. Also der Trick ist eigentlich, dass ihr so schnell genug sein müsst, die ganz schnell, was natürlich auch unrealistisch ist, aus dem Laden zu kriegen. So, das passt. Na komm, nehmen wir der Trinkgeld. Ihr seht, andere Musik. Bud möchte... Warum hat... Achso, der hat da... Stimmt, die sind dann abgelenkt. Amerikaner. Keine Frau würde einen deutschen Mann wegen Bier ablenken können. Aber in Amerika geht das natürlich. Ja. Es wundert mich überhaupt, dass Budweiser da als Sponsor auftreten durfte. Das wird ja doch normal ein bisschen verpönt, dass in der Öffentlichkeit irgendeine Alkoholmarke zu sehen ist. Ja, das ist richtig. Ne? So wie diese doppelte Moral der Amerikaner. Achtung, aufpassen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oder auch nicht. Ja! Genau, dieses Bud ist für dich, was ja eigentlich für jeden, der richtiges Bier kennt, eine Frechheit ist. Wäre das nicht, du bist ja jemand, der aus den Vereinigten Bayerischen Emiraten kommt, wäre das nicht eine Optimierung für das Oktoberfest? Ja, ich weiß nicht, also das würde schon ein bisschen gegen die Tradition brechen, dass die ganzen Wiesenbedingungen damit 20 Maß Bier durch die Gegend laufen. Ja, das wäre unglaublich. Das wäre ein absoluter Kulturschock für Bayern und für München. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Nee, das wäre auch zu revolutionär. Das war sozusagen das Special, der Rest vom Schützenfest, um diesen Gag zu machen. Ja, ich bedanke mich bei dir. Der Gewinner der Challenge, der mich bald ganz widerlich quält, misshandelt. Und ihr seht das Ganze dann auch noch. Freut euch drauf. Aber zum Trost, ich werde mich dann auch da ein bisschen geißeln. Also, wir haben uns ja, glaube ich, schon geeinigt, ihr zwei. Ja, ich kann vorwegnehmen, es ist für mich eigentlich die schönste Musik. Also, ihr werdet, When the Saints Go Marching In, ihr werdet das lieben. Ihr werdet das lieben. Ich werde es nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Nein, das ist so punktuiert, weil, und vor allen Dingen, es ist so ein, ich sag's mal so ganz ehrlich, das hat so ein bisschen, also E.T. war, glaube ich, besser. Superman 64 wäre, glaube ich, so knapp davor, also, es ist schon eine Legende, glaube ich. Es ist schon was Besonderes und ich würde sagen, in dieser Form auch einzigartig. Ihr werdet das nicht aus dem Kopf kriegen. Gut. Zumindest für die nächsten 10 Jahre nicht. Nee, das können wir vorwegnehmen. Freut euch drauf. Ja, ich bedanke mich bei dir. Jo, gerne. Für dabei sein und wenn ihr wollt, abonniert uns beide, kommentiert uns beide, herzt uns beide, schenkt uns beide, lädt uns doch einfach mal auf den Butt ein. Gut, ich glaube, wir beide würden dann die Leute verprügeln, aber mein Gott,
Ich würde persönlich sogar nach Norddeutschland fahren, um denjenigen da. Ne? Ja, das war das Spiel präsentiert von Budweiser. Wenn ihr jetzt was von Budweiser kauft, macht ihr uns reich damit. Gerne mehr. Mhm. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Wenn ihr wollt, abonnieren, kommentieren, bewerten. Wir hatten das schon mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao mit V. Ciao, ciao.